Bei näherer Überlegung erscheint es mir nicht unähnlich der Gewöhnung an Alkohol oder Tabak. Zuerst widerwärtig, dann mit einiger Anstrengung, genussvoll. Mit der Zeit wird es zur Sucht und am Ende bekommt es etwas Selbstzerstörerisches. Außerordentliche, rohe, unbeherrschbare Kraft. Wo immer sie sich zeigt, zieht sie die Menschen in ihren Bann, fasziniert sie und erschreckt sie. Sharks, eine Footballmannschaft. Es gibt sie erst seit einigen Wochen, darum trainieren sie noch auf einem Acker. Vor ein paar Monaten galten diese jungen Männer noch als Schrecken ihrer Kleinstadt. Junge Leute, die die Ruhe der Stadt störten und ihre Bürger irritierten und verängstigten. Ja, dann nun ein. Ein wohin, ne? Und dann noch ein. Und wann ist Schluss? Ja, irgendwann denn. Wann ist Schluss? Na, wenn er liegt. Na ja, gibt's noch einen so und dann. Der Reiz. Der Reiz gibt's. Naja, ich meine, ich könnte doch gegen die Wand treten oder so. Das bringt nichts. Also, tut man sich höchstens noch weh und macht die Schuhe kaputt. Zuerst schlage ich erst ins Gesicht, so ein paar Schläge und dann in die Magengegend und kommt er runter und dann ziehe ich ihn runter und dann trete ich da mit Schuhe also ein bisschen nach ins Gesicht und im Magen und so. Zeig mal, wie machst du das? Naja. Erst so und dann mit dem Knie noch so und dann so mit dem Bein. Und dann, wenn er nicht unten liegt, dann ziehe ich ihn runter und dann gibt es noch ein paar mit den Beinen. Das kommt drauf an, ob man gute Laune hat oder schlechte Laune hat. Also wenn man richtig Bock hat, also einen Frust und so, wenn die unbedingt losfährt, dann fährt man ihn los. Ganz einfach. Dann zog man sich ein und dann ist gut. Also probiert man eher, wenn man gute Laune hat oder wenn man schlechte Laune hat? Wenn man schlechte Laune hat. Wenn man gute Laune hat, dann geht man in eine Kneipe, sollte sich einen anderen feiert ordentlich und dann ist gut. Aber wenn man schlechte Laune hat, dann muss man was raus. Das doch mal. Wie ist das so? Wie ist das? Was muss da raus? Wie ist das? Wenn ich eben totale Wut habe auf irgendwelchen Scheiß oder so, zum Beispiel eher zu Hause oder so, dann werde ich kaum mich mit meinem Alten prügeln oder mit meiner Schwester. Wenn ich irgendwo anders zu versuchen, wo man hingeht oder wo man sich prügelt. Kommt immer ganz drauf an, entweder kriegst du eine Kohle zurück oder so oder nicht und dann wehrt er sich nicht mehr. Dann macht er doch irgendwie keinen Spaß, wenn er sich nicht wehrt oder so, dann ist er dir umsonst. Dann kannst du ihn da runterreißen und dann stark Beine auf den Nuss geben und dann ist er aus mit ihm, ist ja klar. Also wenn er sich wehrt und so, dann ergibt sich das irgendwie einen Magen oder so, dann nochmal ins Gesicht. Und kommt immer ganz drauf an auf die Situation, ne? Das kann man so nicht so genau sagen. Ja, und Mitleid?
Mitleid, naja, also wenn es wirklich eine wüste Hauerei ist und so und der mir auch ein paar Dinger gibt, ich meine, dann steigt auch irgendwo die Wut und da auch, wenn er dann liegt und dann kann ich auch keine Gnade, dann trete ich zu und dann bis er röchelt und stöhnt, dann ist mir auch egal. Und wenn ich dann noch einen getrunken habe, dann ist es so vorbei, dann bis andere mich zurückziehen oder so, da mache ich weiter bis irgendwie, bis ich ausgepowert bin, bis da stehe. Wenn ich angemacht werde oder so, dann will ich unbedingt wissen, ist er nun besser oder nicht? Also besser als ich oder nicht? Und dann wird es ausprobiert. Also, wenn er besser ist, dann ist ein Glücksgefühl da. So, das ist wie ein Orgasmus, kann man nicht sagen, aber das ist geil. Also. Naja, so, und dann kommt eben hier so ein Adrenalin raus, irgendwie so war, und dann, wenn dann zu Hause ist, ist das irgendwie wie eine Erlösung, so. Ganz, ganz geil ist das denn. Also, wenn so richtig Wut hast oder so, oder dich unbedingt nur mit einem prügeln willst und so, und dann, wenn du zuschlägst, dann ist das also die absolute Erfüllung deiner Wünsche, würde ich auch nicht, aber ist ganz lustig denn. Ja, komm! Gib mir einen. Also, du hast irgendwas kribbeln und so, dass du ein Ding drauf machst und so. Und wenn er da am Boden liegt, dann ist das irgendwie eine Genugtuung. Also, dass du, sag mal so, wirklich wie damals, ja, wie ein Tier, also, dass du deinen Feind besiegt hast. Also, dass er Respekt vor dir hat. Wie, was heißt das wie ein Tier? Naja, wie früher die Rangordnung. Also, der die Kohle ausgeteilt hat, der, vor dem hat man eben halt Respekt. Diese Gewalt ist eines der stärksten Erlebnisse und bereitet denen, die sich ihr hingeben, die höchste Lust. Nur wer diese Lust selbst empfunden hat, für den ist sie vielleicht verständlich. Was unterscheidet die Horden der Urzeitmenschen von den jugendlichen Gangs, die durch unsere Straßen und Dörfer ziehen? Es gibt etwas Wildes, Gewalttätiges, das hinter den scheinbar geordneten und sicheren Fassaden hervorbricht. Zahllose Jugendforscher sind in den letzten Jahren ausgezogen, um in Neubausiedlungen, in Vorstädten und in den Dörfern die Ursache für die zunehmende Gewalt zu finden. Doch die jahrelangen Ermittlungen brachten nur ein Ergebnis zutage. Weder soziale Missstände wie Arbeitslosigkeit, noch fehlerhafte elterliche Erziehung, noch die oft zitierte Orientierungslosigkeit reichen allein nicht aus, um diese Gewalt zu erklären. Die jungen Menschen in diesem Film sind in der Ausbildung oder haben Arbeit, kommen aus allen sozialen Schichten und leben sowohl in den alten als auch in den neuen Bundesländern. Es gibt bei der Gewalt keine Unterscheidung nach Ost und West. Auch der Blick hinter die Gardinen der Elternhäuser dient nicht unbedingt der Erhellung. In einer Gruppe schlägt das Wohlstandskind genauso hart zu wie der Sohn, der von seiner Mutter allein erzogen wird. Genauso wie die Kinder von prügelnden Vätern. Die Gewalt bricht ein in das scheinbar friedliche Leben der Menschen und der Familien, überrascht sie und hinterlässt Ratlosigkeit und Angst, weil diese Gewalttäter aus ihrer Mitte kommen. Es ist der Nachbarjunge, der Schulfreund, der Bruder, es ist einer von uns. Weil einfache Lösungen und alte Rezepte nicht mehr weiterhelfen, hilft das genaue Hinsehen und Hinhören. Gewalt ist abstoßend, widerlich, blutig und schmutzig. Doch niemand kann sich ihrer Faszination entziehen. Sie ist Teil der Geschichte, sie hat die Menschen seit Hunderten von Generationen geprägt, sie ist Bestandteil unserer Kultur, unseres Handelns und Denkens. Man kann sich gegen sie wehren,
aber man kann sie nicht leugnen. Eine Kampfsportschule in einer deutschen Stadt. Junge Ausländer trainieren Kickboxen, eine asiatische Kampfsportart, bei der neben den Fäusten auch die Füße benutzt werden. Kampfsportschulen erleben zurzeit einen Boom. Der Wunsch, eine Kampftechnik zu erlernen, ist groß. Die rohe Gewalt sucht sich irgendwann eine Form, eine Technik. Irgendwann nennt man das dann Kampfkunst. Sie gibt Stärke und Sicherheit und das Gefühl, dass man siegen kann, dass man Gewinner ist. Also, zuerst schlage ich mit der rechten Faust, schlage ich ins Gesicht so. Ja. Dann kommt drauf an, also dann folgt manchmal die linke, also so, so. Oder halt hintereinander die rechte. Oder treten kann man auch dabei. So. Halt eben erstmal gucken, dass derjenige so schnell wie möglich K.O. ist. Und zwar indem man auf den Bauch erstmal trifft, dann geht ziemlich schnell die Luft aus. Und zwar genau unten drauf, genau wo keine Muskeln drauf sind. Und direkt danach haut man praktisch direkt auf den Kopf. Ja, und dann gibt man halt eben nochmal unten auf den Bauch Schlag und dann die Rippen. Die Wirkung ist dabei, dass der Luft schnell ausgeht. Und falls eine Rippe gebrochen ist, kann derjenige halt eben in dem Moment nicht mehr aufstehen. Ich stehe meistens mit dem Gegner immer so Nase an Nase sozusagen, ne? Gibt es immer erstmal so vorher so einen Schubs, dann gibt es immer so einen Tritt ins Gesicht oder so, ne? Wenn es geht, dann ins Bauch oder so, ne? Also wenn der wiederkommt, dann gibt es weiter Boxen. Und entweder Gesicht oder Bauch oder so. Ich hatte mein Zeugnis gekriegt und die waren nicht so gut. Und da war ich wütend wegen meiner Noten. Und dann bin ich rausgegangen aus der Schule und dann wollte ich nach Hause. Und da kam so einer und ich war nicht gut drauf. Der hat irgendwas gesagt, aber ich kann mich nicht erinnern. Dann habe ich gesagt, was war das nochmal? Und dann habe ich zugeschlagen. Ich habe zuerst auf den Kopf geschlagen und dann auf den Bauch. Und dann habe ich immer wieder so auf den Kopf, auf Bauch, bis er unten war. Dann habe ich irgendwie Wut und gehe dann richtig auf ihn zu, will den richtig verprügeln. Obwohl das falsch ist, weil wenn man wütend ist, dann verliert man auch meistens Schlägereien. Man sollte ruhig bleiben. Wenn ich irgendwie Ärger zu Hause habe oder so, ne? Hab ich irgendwie, oder wenn ich schlechte Noten schreibe oder so, hab ich irgendwie eine Lust, eine zu schlagen. Irgendwie kommt das so, weiß man nicht, ja, soll ich ihn schlagen, soll ich nicht, und so, überlegt man so. Dann, wenn er schwach ist, dann sagt man, ach komm, schlagen wir den mal zusammen. Wen trifft's? Also den Schwachen so, also meistens den Schwachen so. Das trifft halt eben denjenigen, der auf dich zukommt und blöd anmacht, beziehungsweise wenn du Freundin mit dabei hast und die will halt eben irgendwas von deiner Freundin und du bist in dem Augenblick dabei. Und da in dem Augenblick wird man ziemlich schnell aggressiv. Greifst du auch an? Ja, man greift, also ich greife auf jeden Fall an. Ja, und wann? Ja, indem er die Sprüche losgelassen hat. Dann greife ich direkt an, ohne dass er halt eben zuschlägt. Ziel jeder Form der Gewalt ist zu siegen, Macht zu haben. Das ist das Wesen eines jeden Kampfes, auf der Straße oder im Ring. Man guckt halt eben nur, dass man gewinnt. Und das ist halt eben die ganze Sache, der ganze Sinn der Sache. Und
Unsere Power kann man spüren, wenn es Putz gibt auf der Straße. Bis in die Zehenspitze in den schnellen Turnschuhen. Als Zittern aus Lust und Angst in der Magengrube. Beim Klirren der Scheiben nach dem Wurf, beim Lachen im Rennen. Und dabei bist du total cool. Halb ein stolzer Krieger, halb ein geschmeidiges Tier. Sie kriegen dich nicht, solange du keine Angst hast. Unsere Power kann man spüren, wenn man Hemmschwellen durchbricht. Ein Kribbeln durchdringt uns. Das Gefühl der Sicherheit in einer völlig unsicheren Situation. Es ist die Sicherheit des Angreifers, die Gewissheit, etwas zu bewirken, durcheinander zu bringen. Der autonome Benny Herlin beschrieb so vor Jahren seine Gefühle bei einer Straßenschlacht. Berlin am Rande einer Kundgebung. Der Anlass ist längst vergessen und die Szenen wiederholen sich. Sie sind längst zu einem festen Ritual der Gewalt geworden. Waren Demonstrationen einmal Ausdruck eines bestimmten Protestes, dienen sie heute häufig als Anlass zu Ersatzkriegen in den Städten. Autonome, Skins, junge Ausländer, die politische Richtung ist austauschbar geworden. Es gibt den Skin mit dem roten Stern am Gürtel und den Autonomen mit Springerstiefeln. Punks wechseln zu Skins, Skins werden zu Autonomen. Das politische Etikett, das sich viele selber ankleben, ist dünn und brüchig. Es dient nur zur Abgrenzung gegen andere und ist notwendig, um dazuzugehören. Gemeinsames Erkennungszeichen ist häufig nur das Bier aus Dosen und die Langeweile. Und das Warten darauf, dass etwas passiert. Es ist das Abenteuer in den Städten. Live, direkt und umsonst. Es sind die, für die Abenteuer, Urlaub und Erlebnisfreizeit unerschwinglich sind, genauso wie all die anderen Verheißungen der Spaßgesellschaft. Wo Erwachsene keine Tabus mehr kennen, suchen die Jungen die Grenzen. Bei den Krawallen der letzten Jahre waren die jungen Randalierer immer wieder erstaunt, dass nichts passierte. Viele schienen sogar enttäuscht zu sein, dass anwesende Polizisten gar nicht oder nur wenig eingriffen, meist selbst hilflos umherstanden. Wer ungestraft einen Molly werfen oder eine Schaufensterscheibe zertrümmern kann, hat vielleicht die Sehnsucht nach der Tracht Prügel, die ihm die Richtung zeigt und klar macht, wo die Grenzen liegen. Auch wenn dann diese Art Erziehung in Form von Polizeiknüppeln kommt. Die Gesellschaft zu provozieren heißt, sie wenigstens zu einer Stellungnahme zu bewegen. Aggressivität und Gewalttätigkeit sind dann oft die einzigen Mittel dazu. Freitagabend in einem runtergekommenen Jugendclub. Die typische Öde eines Discoabends. Alltag in den Vorstädten und Dörfern. Es gibt verschiedene Theorien, die versuchen, die Gewalt zu erklären. So wie hier die sozialen Bedingungen. Andere besagen, es sei die Erziehung. Andere glauben, es sei Veranlagung. Wer den jungen Leuten zuhört, weiß mehr über sie. Kommt ein Besoffener rein und quatscht mir irgendwie dämlich an. Sag erstmal ganz ruhig, lass mir mit in Ruhe. Hast du was getrunken und so? Setz dich bitte woanders hin oder so. Und ja, wenn er dann weitermacht, sag ich, komm, bitte geh weg und so. Und dann steig erstmal auf. Wenn er dann pumpig wird, dann werde ich erstmal vielleicht erstmal ein bisschen schubsen und so. Und wenn er dann selber, und dann geht's dann eben richtig los. Nee, man geht einfach zu demjenigen hin und was ist, vielleicht redet man noch vorher mit ihm. Und auf einmal, wenn du merkst, süße Situation, und schlägst du einfach zu. So meine ich das also. Der kann das vielleicht auch schon merken. Bloß der, ich setz zu ihm hin und der weiß vielleicht auch schon, was los ist. Und dann bleibst du aber ganz gut in der Situation. Ich lasse mir eigentlich ziemlich viel bieten und so. Aber wenn es dann eben, ich meine, merkt man dann schon, dann krieg ich eben einen fiesen Blick und so. Und dann wird meine, also rede ich auch schon ein bisschen wütend und so. Und na, meine Augen auch. Na, dann müsste man das eigentlich schon sehen und merken. Na, wenn man die Soffen hat und wenn man dann Lust hat, ihn wegzuhauen, wenn man Frust hat, also wenn man Ärger hat. Lust oder Frust? Lust und Frust.
Wieso Frust? Naja, wenn man das Eck schlecht nachher habt, auf Arbeit, dann ist egal. Und Lust? Wenn man zu viel soff macht. Wenn es irgendwie daneben geht. Ja, wenn es irgendwie mal wieder sein muss, wenn man was rauslassen muss. Man hat einfach Bock. Ich meine, zum Beispiel ich, wenn ich gute Laune habe, dann wird Chico meistens eben weg. Wenn du gute Laune hast? Ja. Und wenn du schlechte Laune hast? Dann auch. Dann steigt in mir die Wut und na, dann kommt das eben halt aus mir raus und so. Und dann möchte ich eben, dass ich eben alleine bin und nicht von irgendeinem so blöden Kunde angemacht werde. Und dann halt, so eben. Ding, ting, 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 knack. Und wo ist die Grenze bei dir? Naja, mi. Ja, auf. Und dann hörst du auch auf? Kommt dann so an. Worauf? Naja, wie er aussieht. Oder was mir eine Freundin zu sagen, oder was ich davon halte. Und wo ist die Grenze? Naja, wenn er halt Ruhe gibt. Und wen trifft's meistens? Einen Doofen. Der erste Schlag mache ich meistens auf die Sicht, also sick. Ja. Und wo ist die Grenze? Wenn er bewusstlos ist. Na, ist das so. Und der Anlass? Wann haust du zu? Ja, wie sick, wenn es ein Linker ist oder so, oder Ausländer, oder wenn er mich anmacht oder so. Und warum Linker oder warum Ausländer? Naja, weil sie mir nicht passen. Also Frust würde ich an sich weniger andeuten. Vielleicht ist in manchen Situationen auch Hass dabei. So ungefähr. Beim Schlagen, also wenn man erstmal merkt hat, dass man die Oberhand hat, dann ist auch vielleicht viel Lust damit dabei, in dem noch den Rest zu geben, oder was ist das? Also, wenn man den schon sieht, dass er schon taumelt und dann immer weiter, was ist das? Und bis er dann am Boden liegt. Tut er dir irgendwie leid? Nö. Wieso denn? Ja, nö. Ich lass mich nicht von irgendjemandem anmachen oder so. Spaß und Abenteuer. Die Erwachsenen machen es vor. Vom Abenteuerurlaub bis zum Spaßbad, von dem Erlebniseinkauf zum Extremsport. Hauptsache Spaß. Je mehr sich die Eltern weigern, erwachsen zu werden und als Vorbilder ausfallen, desto extremer werden die Vergnügungen der Kinder. Abenteuerspielplatz ist zum Beispiel die Autobahn. Es könnte auch ein S-Bahnzug sein. Es ist die Sucht nach Gefahr, Risiko, nach intensivem Leben. Drei junge Leute auf ihrer nächtlichen Tour. Zwei 18-jährige Lehrlinge und ein 14-jähriger Schüler. Natürlich hat niemand einen Führerschein und das Auto gehört ihnen auch nicht. Also bevor wir irgendwo hinfahren, holen wir uns erstmal ein anständiges Auto. Und dann sehen wir weiter. Also wenn der Sprit gut steht, fahren wir weit weg. Braunschweig, Magdeburg, Ostsee, überall, wie gerade lustig ist. Und dann holen wir uns da neue Autos, also weil wir ja meistens zu zweit oder zu dritt fahren. Holen wir neue und fahren dann halt mit zwei Autos zurück. Oder wir lassen denen da stehen und nehmen zwei neue mit. Und dann, also bei der Fahrt, auf der Hinfahrt immer treten, also anständig hier auf Geschwindigkeit kommen. Wie schnell denn so? Naja, ist immer aufs Auto, kommt drauf an, wenn du jetzt. Also Golf, durchschnittlich 160, 170, normaler Golf. Und so ein GTI, so ein 60V, wenn 210, da ist die Angst dann auch schon ein bisschen, also die geht dann schon los, dass es da ein bisschen schnell ist. Wovor Angst? Na, wegen dem Schnellfahren, Kurven und dann womöglich ausrutschen oder so, Überschläge machen. Schon ein bisschen scheiße, aber es muss sein, es muss getreten werden. Macht einfach Spaß, schnell zu fahren. Das macht ja auch Spaß. Und schnell fahren? Ja. Boah, die Angst vielleicht, irgendwo mal gegen zu ballern oder so. Meine, muss sein, man muss schnell fahren. Man muss natürlich auch fahren können als Fahrer. Man muss halt schnell fahren. Also die hört einfach dazu. Meine, ich bin mit mir klaut ein Auto, nicht hier irgendwelche hier 100 fahren oder so. Und dann in der fremden Stadt, sitzt da noch? Naja,
Ja, wie gesagt, neue Autos holen und so ein bisschen was losmachen. Den Druck machen, vielleicht ein bisschen so voll oder so und dann mal ein bisschen lustig sein. Und mal vielleicht einem bösen Jungen was antun. Was heißt denn das? Na, wenn er ihn auf der Straße läuft, der uns zum Beispiel nicht gefällt, dann wir haben wir die Trunken, dann müssen wir anhalten. Müssen wir den wegboxen. Warum? Lust? Lust? Die hört einfach dazu. Das. Lust, ja, Lust auch. Frust eigentlich nicht so, außer wenn man irgendwie einen Reinfall bei irgendwas hatte. Dann muss man den natürlich auch ablassen. Lust, was heißt das? Lust. Na, Lust zu schlagen, Lust im Weh zu tun. Ja, ich mach damit von Kumpels her. Die erzählen ihnen das halt so, dass es auch Spaß macht und so. Dann war ich das erste Mal dabei. Ist mir auch gefallen. Was hat dir gefallen? Ja, so ein Auto aufzumachen, drinnen zu sitzen, kurz schließen. Ist halt Nervenkitzel, Risiko. Dann loszufahren mit dem Wagen. Ich meine, ein bisschen Angst hat man vielleicht das erste Mal auch, aber dann nach einer Zeit lang legt sich das alles. Und später? Willst du das länger machen? Nee, also ich persönlich habe jetzt damit eigentlich aufgehört. Ich meine, so großartig war ich nicht dabei, aber ich habe mir nicht vorgenommen, so nicht mehr zu machen. Als ich das gemacht habe, war ich nur 13. Also, wenn jetzt die Strafen halt, wenn man mal daran denkt, das Kumpel jetzt im Gefängnis sitzen wegen sowas oder so, schreckt das schon ein bisschen ab. Jetzt, ich meine, früher hat man es ja nicht geglaubt. Also, ach, was soll das schon passieren, hat man sich gedacht. Jetzt? Also ich war nicht damit gefahren. Nein, gerade verbotene Sachen machen Spaß. Also Kriminalität. Das ist vielleicht der ganze Reiz dabei. Was heißt denn das? Verbotene Sachen machen? Ja. Na, keine Scheu irgendwo vor irgendwelchen Leuten, die dann drohen, wie die Polizei. Und Strafe? Ja, ist eigentlich Wurst, also spielt eigentlich keine große Rolle. Ich meine, erwischt werden wir so. Oder? Ich meine, es ist natürlich Pech, wenn wir erwischt werden, aber in der Regel werden wir nicht erwischt. Weil wir halt ein bisschen besser sind als die Polizei, jedenfalls kann man besser fahren. Und sind die Strafen eher zu lasch oder sind die, sollten die härter sein? Auch nur, ich meine, wenn die Polizei eigentlich für richtig hält, so eine Strafen, dann wird eigentlich Wurst. Weil wir machen sowieso, was wir wollen. Aber das ist da verrückt eigentlich. Warum verrückt? Macht Spaß. Ist cool. Ja, aber wo liegt da der Reiz bei? Versuch das mal zu erklären. Der Reiz bei den Verbotenen. Warum verbotene Sachen? Warum unlegale Sachen? Na, verbotene Sachen. Ich meine, jeder zweite Jugendliche macht verbotene Sachen heutzutage, aber ich meine, es gibt Schlimmere. Das ist auch harmlos, was wir machen. Gerechtigkeit oder so, was gibt's das? Bei uns? Ja. Nö. Auch untereinander? Naja, untereinander, unter Kumpels, klar. Aber nach der Gerechtigkeit, die würden, durften auch keine Autos holen. Durften mal sowas nicht machen und das ist jetzt das Scheiße. Kommt jetzt nicht gut. Auf einem abgelegenen Waldplatz stehen noch die Reste vorangegangener Touren. Ganze Autokolonnen verschwinden auf diesem Weg. Hier beginnt nun der Fernsehcrash live und wirklich. Wer Gaffer mit leuchtenden Augen bei Verkehrsunfällen beobachtet, dem kommen diese jungen Männer nicht fremd vor. Okay.
Die Lust zu zerstören, Dinge kaputt zu machen, haben die Jungen von den Alten übernommen. Es scheint einen unausrottbaren Drang zu geben, Aufgebautes, Heiles zu zerstören. Es gibt die Schönheit explodierender Bomben, in die Luft fliegender Häuser und zusammenbrechender Brücken. Die Großväter vom letzten Krieg erzählten oft davon. Es ist das wohlige Schaudern und Entsetzen der Katastrophe. Diese drei jungen Männer basteln sich ihren eigenen Katastrophenfilm. Das Abenteuer echt und umsonst und draußen. Und es macht Spaß. Und Spaß muss sein. Wird immer kleiner. Spaß an der Freude. Verboten? Naja, verboten. Verbotene Sachen machen meistens Spaß. Der Wald mich aufgeheilt. Alter, cool wie Sau. Alter, geh mal die Macke. Nee, was braucht da unten? Wenn man sowas macht, wie hier so Autos zerschrotten und sowas. So lange, bis es kaputt ist. Naja, jetzt so, wenn man so ein Auto hat, wenn man kaputt wird oder so, vom Leben so her so. Ja, vom Leben. Na, ich würde sagen, mehr so in der Jugendzeit. Das ändert sich dann später mal. Man wird vernünftiger. Ich meine, früher haben wir mehr Scheiße gemacht als heutzutage. Warum früher mehr als heute? Ich weiß nicht, sind so. Gesetze. Nicht nur Sätze, ich meine, man könnte sagen, Kinderspiele mehr eigentlich. Ja. Na, nur Faxen gemacht, ne? Wir sind ein paar Mal überschlagen und irgendwo hingefahren, gegen ein paar andere Autos, dann irgendeine Mauer gesetzt und einen Baum oder steht ein Pfeiler im Weg. Hat Angst dabei? Nö. Man kann da bitte. Naja, Kribbelgefühl. Also später ändert man sich, schätze ich mal ein. Das liegt am Alter, am Jugendalter. Hast du früher mehr Mist gebaut als heute? Ja. Was hast du denn früher gemacht? Ja, Autos geklaut und ziemlich öfters jemand vor der Schnauze erhauen. Einbrüche und wisst ihr was alles. Und heute? Na, heute keine Autos mehr klauen, keine Einbrüche mehr. Einen vor der Schnauze hauen, naja, das ist was anderes. Das ist, wenn einer irgendwie blöd ankommt oder Faxen macht oder wenn einer Scheiße gebaut hat, dann ist klar, dann funkt das mal ab und zu. Diese jungen Leute trauen sich, was viele Erwachsene schon immer tun wollten. Mal ordentlich zuschlagen. Wen oder was, ist ihnen völlig egal. Es ist die pure Lust am Zerstören, an der Gewalt. Die Gesichter der Gewalt sind hässlich, brutal und abstoßend. Und voller Lust. Es gibt die Lust an der Gewalt. Wo immer sie sich zeigt, zieht sie die Menschen in ihren Bann, fasziniert sie und erschreckt sie. Das Eingeständnis, dass es diese Lust gibt, hilft, die Gewalt zu lenken und zu zügeln. Häufig endeten Markttage oder Volksfeste mit Schlägereien und Krawallen. Dabei kam es zu regelrechten Schlachten zwischen verfeindeten Dörfern. Sie konnten über Jahrzehnte hinweg immer wieder aufflammen. Es galt, die gekränkte Ehre zu verteidigen. Gewalttätige Übergriffe richteten sich auch gegen Wirte von Gasthäusern, Müller und Wucherer, staatliche Steuereintreiber, durchreisende Städter und andere Fremde. Solange ungeschriebene Gesetze nicht übertreten wurden, niemand durfte bei einer Schlägerei totgeschlagen werden, tolerierte die Dorfgemeinschaft die Gewaltakte. Der Hass und die Gewalt gegen Schwache und gegen Fremde, die heute durch den dünnen Wohlstandsfrieden brechen, waren nie, wie viele Menschen hofften, im Dunkel der Vergangenheit untergegangen.
Die Gewalt gegen den Nachbarn, den anderen und den Schwachen war immer da, nur die Formen haben sich geändert. Der Hass, der jederzeit ausbrechen kann, ist geblieben. Ein heute 26-Jähriger berichtet, wie er und seine Freunde vor 10 Jahren ihr Dorf unsicher machten. Ja, wir sind in den Ort gefahren, von hier aus. Es ist von hier aus etwa 5-6 Kilometer entfernt. Oder auch hier die Disco im gleichen Ort. Haben uns Leute gesucht, die entsprechend schwächer ausgesehen haben oder die jünger waren oder die alleine da waren. Und die haben wir einfach so lange provoziert, bis es dann zu irgendeiner Schlägerei gekommen ist. Und, es ging halt nie um Randschichten, Asoziale oder Ausländer, Schwule oder irgendwas. Das war nie unser Gesprächsthema und es war auch nie unser Ziel, uns an solchen Leuten zu vergreifen. Einfach eine Schlägerei rauszuholen mit Leuten, die schwächer waren oder mit Leuten aus einem anderen Ort oder grundsätzlich weniger waren, anzahlmäßig, personenanzahlmäßig. Das war das Ziel. Aber wer waren die Schwächeren? Wer waren die Schwächeren? Immer von denen, wir es glaubten. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also körperlich Unterlegene, das sieht man ja. Oder Jüngere. Ja, oder Einzelpersonen. Einzelne Leute einfach. Und wo kamen die her? Weiß ich überhaupt nicht. Also zum Teil kamen sie klar aus der Nachbarschaft, also Nachbarort, Nachbardorf. Aber das wissen wir nicht. Also wir haben da nie so drauf geachtet, wo die herkommen könnten, sondern einfach, die waren einfach, das waren irgendwelche Leute. Irgendwelche Leute. Und warum? Ja, warum? Weil es einfach, war einfach nur der Spaß an der Sache. Und ja. Wo lag der Spaß? Im Nervenkitzel. Wie viele Leute tauchen noch auf, wie viele nicht? Wie fährt man nach Hause, mit oder ohne dickes Auge? Oder? Das zu erleben, das Erleben von ja, weiß ich nicht, von Geschwindigkeit, vielleicht auch von Schmerz oder von auch Gewinnen. Das ist, mehr ist es nicht. Mehr ist es einfach nicht. Das ist überhaupt nichts, kein Hintergedanke oder so, da jetzt irgendwen auszulöschen, ist einfach nur die eigene, ureigene Befriedigung. Und in der Gruppe ganz besonders. Der Punkt war Langeweile, war ständiges Saufen und Schlägereien, immer das Gleiche, kein Horizont, einfach kein Weiterkommen in dem Ort, immer auf der Stelle treten. Und irgendwann habe ich halt gedacht, es muss weitergehen. Also irgendwie, wenn ich das mir vorstelle, dass das noch über Jahre hier geht und das immer das Gleiche bleiben wird, wie das auch bei Kollegen zum Teil vielleicht immer noch ist, das war einfach nicht mein, habe ich nicht gewollt. Jugendliche waren zu allen Zeiten gewalttätig. Die Erwachsenengeneration neigt dazu, die eigenen Untaten in ihrer Jugend zu verharmlosen. Gern wird der Mantel des Vergessens darüber ausgebreitet. Jede jüngere Generation fühlt genau, wo die Tabus der Alten begraben liegen und trifft den Punkt. Waren es vor 20 Jahren die langen Haare, sind es heute Glatzen und Dogmatenstiefel. Mit nichts kann man heute mehr schockieren als mit aufgemalten Hakenkreuzen und rechten Sprüchen. Doch hinter diesem ganzen Radau und Lärm verbirgt sich der Hass. Ein Hass ohne Parteiprogramm. Und dieser Hass richtet sich gegen alles und jeden. Wir sind halt mit Kumpels hierher gezogen und haben dann gesehen, oh, hier ist noch was los. Und weil wir die sowieso nicht so abkonnten, hier die Linken, die sich hier rumgetroffen haben, da haben wir gedacht, naja, haben wir ein bisschen Spaß und so, alle schon ein bisschen Alkohol gehabt. Dann sind wir hier reingegangen und haben dann eben, naja, uns ein paar Leute geschnappt und so. Und dann gab es eine Kelle. Naja, dann sind wir hier rein und waren auch wie so einen langhaarigen Kunden da und da haben wir uns reingesetzt da und von draußen einen Kumpel an den Stein durch die Scheibe geschmissen. Gab, na, da sind die Leute natürlich aufgestanden und dann, na, dann gab es eine Prügelei da. Ja, man hat dann halt so einen Kribbeln im Bauch und das ist irgendwie eine Genugtuung, wenn man dann dem einen reinhaut und so und sieht, dass er dann sich halt nicht wehrt oder nicht mehr wehren kann. Was kommt denn? Hat er nur vier Bums hinter oder nicht? Und wenn nicht, dann, ja, dann gib ihm den Rest, dann gehen wir sofort. Aber wenn der erste Schlag gut kommt, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Da ist man gewarnt, aber eigentlich bloß so vom ersten Schlag. Ja. Du hast so eine Lust, hier dem anderen irgendeinen reinzuhauen. Lust, dass er, also dem irgendwie weh zu tun. Und
Das und durch den Alkohol, das hat eben da noch mehr beflügelt und so und noch mehr frei gemacht. Und da hast du eben keine Hemmung gehabt und hast ja auch keinen Kopf gemacht, ob der sich irgendwie verletzt oder so, dann war dir das alles scheißegal. Eben weil die hier gekifft haben und so, ich habe absolut was gegen Drogen, denn irgendwas müssen wir tun. Ich meine, die Bullen, die fahren hier durch die Gegend, gucken los und ist toll, dann freuen sie sich. Hier passiert doch nichts weiter. Im Osten, ob die noch welche in der Disco rumlaufen, hier einen Koks verscheuern oder so, passiert ja keinen. Also du hast das, Linke und Drogen ist für dich eins, oder wie ist das? Na, die meisten, wo ich im Hamburg Hauptbahnhof war, da haben, sag ich, der Punks, die da auch gedealt haben ohne Ende und, nee, gibt's nicht. Also, sowas darf nicht sein, einfach. Naja, was ich gegen die Leute habe, erstmal das Aussehen, das gefällt mir so, weil die so ungepflegt aussehen. Wenn man sich die Mädels anguckt, da hier die Haare kurz rasiert und dann so ein paar lange Strähnen und so, das ist für mich kein Mädel. Ein Mädel muss attraktiv aussehen und nicht so verkommen und so. Ja, und die Kunden genauso, das ist für mich kein Thema. Also wenn man schon rumläuft, dann ordentlich so. Das soll man den Leuten machen, ins Arbeitslager stecken. Ganz einfach. Wenn sie ins Arbeitslager stecken, dann sollte man sehen. Oder für die ganzen Dealer, wenn sie, soweit sie auch abhängig sind, eine Gewaltkur. Anketten und dann Wasser und Brot, solange bis wir clean sind. Ganz einfach. Wieder keine Punkte. Dann brauchen sie wieder Geld für neuen Stoff und dann geht das wieder los. Dann wird die hat geklaut oder die wieder auf den Strich gesteckt oder so. Wer weiß, vielleicht erwischt man meine Schwester oder irgendwie so. Weiß man ja nicht genau. Kann man ja noch nicht sagen. Nee, vielleicht nicht. Diese Einstellung könnte auch von Erwachsenen kommen. Die Jungen drücken nur das aus, was die Mehrheit denkt. Mit Sicherheit dann, wenn es um bettelnde Penner geht. Die haben absolut keinen Bock zum Arbeiten. Also ich habe hier meine Lehre gemacht und alles gemacht. Und man sieht zu, dass man eine Arbeit hat und arbeitet. Und damit zahlt man für so eine Affen noch Steuergeld. Also das kann ich nicht einsehen. Und da. Ja, was habt ihr denn damals gemacht? Ja, was haben wir damals gemacht? Wir haben erstmal den Kunden den Alkohol kurz und klein gehauen, also dass sie nicht mehr weitersaufen konnten. Und dann haben wir die gefragt, warum sie nicht arbeiten wollen. Und dann haben sie dumme Antworten gegeben. Und dann waren sie zerblöd und haben uns ein paar an der Backe gekriegt. Diese drei jungen Männer sind weder frustriert noch arbeitslos. Solche bequemen Argumente taugen heute zu nichts. Man muss schon genau hinhören, um zu verstehen. Naja, wir haben da schon auch so ein paar Sachen mit durchgezogen. So. Also als Landenheimer abgefackelt oder so. Ich meine, vielleicht ist es kein gutes Ding oder so, weil man viel Schaden uns auch ein bisschen, weil das muss ja auch wieder aufgebaut werden und das kostet ja auch wieder Geld, aber. Ja, aber warum macht man das? Warum? Ja, ich sag mal so, erstmal, warum macht man das? Ja, sonst wacht ja keiner auf. Bei denen ist halt so, die machen die Nacht zum Tag und so. Und die werden ja immer da untergebracht, wo auch hier Deutsche sind. Und wenn ich, sag mal so, früh um 6 Uhr aufstehen muss, weil ich um 7 Uhr zur Arbeit muss, da kann ich mir nicht nächtelang das Gegröle von den Kunden anhören und ihre bescheuerte Musik da. Zum Beispiel, wenn ich morgens zur Arbeit fahre oder so, sitzen da die Lütten gehören und betteln nicht an, haben ein Stück Wurst und soll ich dann mal eine Stulle hinschmeißen oder was, dann sage ich, mach einen Abgang oder gib eine Banane hier und so. Und die alten Kunden, die laufen da rum und so eine olle Mutti, die zieht sich dann hier so einen Joint rein und pfeift den durch, bis er aus den Ohren kommt und so. Also das sind doch voll die Letzten hier, die rennen in den Müll, sammeln die sich da irgend so einen Quatsch raus da und hast du das selbst alles erlebt? Ja, klar, ich fahre hier Kundendienst in der Ostadt rum mit Auto und dann sehe ich die hier mit Schlafsäcke auf dem Rücken und dann geht das hier lang. Hier Mutti und Papa im Arm, der schon total besoffen noch vom Vorabend noch und machen die hier eine Session oder sitzen zum Beispiel morgens, wo ich Frühstück essen gehe, da vom Bäcker, die kommen rein und hole Hand und was sollen wir denn mit den Leuten machen? Ja, weiß ich, die sollen zurück, sollen sich verpissen. Ich hab nichts gegen Leute, die in ihrem Land politisch verfolgt werden oder so. Ich meine, kann ich verstehen, aber Leute, die nur herkommen, um hier Kohle zu machen oder so, ist ja nur wirklich. Naja, okay, andere, die haben eine andere Mentalität zum Beispiel, als wir zum Beispiel. Aber trotzdem, wie kann das sein, hier in Deutschland oder so, da gibt es ab und zu mal da einen Singeverein und da mal einen Gesangsverein und dann ist gut. Ja, und die Leute kommen hier rein und machen hier Restaurants auf und ohne Ende und. Ich weiß nicht, also. Was stört dich daran? Hast du da Angst vor oder was stört dich da im Grunde genommen nicht? Angst? Nee, Angst habe ich gar nicht. Ja, warum? Aber was stört dich denn an den Leuten? Ja, mich stört die Unordnung, das Dreckigsein und so. Weil die halten da keine Ahnung. Also und doch keine Sauberkeit. Da, wenn man sich hier mal so rumschaut, also nur Müll und Mist und Dreck und so. Und das stört mich. Also das muss schon irgendwie ein bisschen sauber sein, ein bisschen ordentlich. Okay. Wir schmeißen auch ein bisschen Papier irgendwo rum oder so, aber das sieht bei weitem nicht so dreckig aus. Was soll man mit dem machen? Ne? Wir auch wieder zurück, da wo sie hergekommen sind, ganz einfach.
also abschicken oder genauso, wenn ein Asylant hier irgendwie ein Ding dreht oder so, oder wenn man einen Clown erwischt oder so, sofort wieder zurückschicken. Aber die Türken, was mit denen? Die arbeiten? Ja, die Türkei, die Türken, Deutschland, den Deutschen. Nee, aber ich sag mal so, ich würde die auch wieder zurückschicken. Ich meine, ich habe nichts gegen solche Leute, die politisch verfolgt sind oder so, die den Haus bombardiert wurde, was, ne, wenn man denen ein bisschen hilft, ich sag mal so, ne, so bis dann ihre Häuser wieder aufgebaut sind, dass sie dann wieder zurück können. Aber wenn dann noch solche dabei sind, die sagen, hier, das ist schlecht und hier gefällt mir das nicht und ich will das besser haben und das besser. Sag mal, wenn ich politisch verfolgt bin, dann stelle ich hier keine Ansprüche und keine Forderungen und so. Dann will ich damit genügsam, was mir geboten wird. Und die müssen gleich wieder zurück, sowas. Ja. Wenn ich in, sagen wir, in Frankreich geboren wäre, wäre ich vielleicht stolz, ein Franzose zu sein. Ich meine, wo ich geboren bin, ist ja erstmal egal, aber. Also. Wie soll ich sagen? Bei uns. In Deutschland, wir haben ja zum Beispiel nach der Wende jetzt auch Probleme, also im Osten mehr als genug. Warum sollen wir jetzt noch die Asylanten aufnehmen? Nee, aber mit Deutsch jetzt. Ist in Deutschland was Besseres oder sind die, was ist mit den Deutschen? Ja, was Besseres. Das ist nun mal ein Volk, was arbeitet, was aufbaut. Also die arbeiten vielleicht mehr als andere Leute, also mehr als die Polen oder so, die beschachern oder so. Gibt zum Beispiel hier Dinger hier, wo man stolz drauf sein kann, dass man Deutscher ist und so, ne? Was denn? Naja, so zum Beispiel die Amis sagen, ja, ich bin stolz, dass ich ein Amerikaner bin. Warum soll ich denn nicht sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein? Deswegen brauche ich nicht gleich hier als Nazi beschimpft zu werden oder so, ne? Und auch so, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, alles, was so deutsche Normen sind und nicht hier rumlaufen wie der letzte Gammler hier und das ist dann auch für mich kein Deutscher mehr, auch wenn er sagt, er ist ein Deutscher, ne, ist klar. Oder hier kein Bock auf Arbeiten und so und seine Mutti verschachten, aber das ist dann schon alles Banane. Dann. Hinter den allermeisten Skins steckt weder eine rechte Organisation noch ein führender Kopf. Das macht diese Gewalt so unberechenbar und gefährlich. Man trifft sich zentral irgendwo bei Disco oder beim Bierchen und dann wird eben gesagt, da ist ein Asylantenheim und dann werden alle verfügbaren Fahrzeuge hier bereitgestellt und dann wird aufgeteilt, wer wo wann mitfährt. Dann wird durchgecheckt hier den Fluchtplan, falls irgendwas kommt. Dann wird durchgecheckt, wie lange die Sache braucht und so. Sagen wir mal 5 Minuten, eine 5 Minuten Sache. Dann werden Mollys gebaut und ein paar Steine mit eingepackt und dann werden die Autos hier hingefahren, wird ohne Licht hingefahren, so das letzte Stück. Dann alle springen aus Auto raus, machen das Ding klar und dann wird auf dem Fluchtweg wieder zurückgefahren. Ja, und warum gerade Asylantenheime? Was habt ihr gegen die Leute hier? Ja, was haben wir gegen die Leute? Weil die uns auf der Tasche sitzen. Die kriegen für nichts Geld. Die kommen hier rein. Und ein Wort, was sie Deutsch sprechen, das heißt Asyl. Und dann, das dauert ja ewig, bis der Schein da durchkommt. Und die leben hier Jahre. Aber sag mal, da können da auch Leute dabei draufgehen bei so Sachen. Wie ist denn das? Das Risiko. Also mich persönlich kratzt es gar nicht. Echt, das ist scheißegal. Das Risiko. Warum nicht? Ich kenne davon den keinen. Warum? Das ist denen ihre eigene Schuld, muss ich mal so sagen, wenn die hier rüberkommen. Den fliegen noch keine gebratenen Tauben in den Mund hier. Ja, aber da können ja trotzdem Leute draufgehen. Na, für mich sind es Betrüger, für mich sind es auch Verbrecher. Asylbetrug, also wenn Scheinasylanten rüberkommen, ist nicht Betrug. Ja, aber da musst du, wie gesagt, die können ja da verbrennen oder sonst irgendetwas. Ja, was hier? Was sagst du dazu? Dann haben sie Pech gehabt. Das ist so nicht mein Bier, ich hau das Ding hier rein und dann, wenn einer abfackelt, ist das sein Ding. Ja, aber ich meine, das tut man da eigentlich nicht. Das sind dann Menschen. Ja, das hat da nichts mehr mit Menschen. Ja, der müsste sich aber so bewegen. Also wenn sie jetzt hier zum Beispiel hier in der Umgebung oder so, im Küssow oder stand eine Zeitung drin, da wohnen Gärten geplündert von den Kunden. Das kann ja wirklich sein. Die können in Gärten einbrechen und da Eigentum sich nehmen, was ihnen gar nicht gehört. Aber es ist ja lang kein Grund, die Leute einen Mordanschlag zu machen. Das ist ein Risiko. Das ist ja ein Risiko. Das ist ein Risiko. Wir gehen ja nur nicht hin und wollen da jetzt vorsätzlich Leute umbringen. Wenn da einer von so einem Molly getroffen wird, naja, es kann ja eben so sein, dass die mit Heugabeln und sonstiges hier rausgesprungen kommen und uns da an der Wäsche gehen und einer von uns geht drauf, da fragt auch keiner nach. Ja. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Diese schrecklich normalen Monster, die zunehmend die Straßen und Schulhöfe unsicher machen, stellen alles in Frage, was Erziehungsbeauftragte an Menschenbildung versucht haben.
Die junge Generation ist genauso viel oder wenig rechts, wie ihre Eltern in ihrer Jugend links oder rechts waren. Wer rechts ist, glaubt zu wissen, wo es lang geht. Ohne Ideologie und ohne Wenn und Aber. Mit klaren Vorbildern, die sich wohltuend unterscheiden von den Vätern und den so oft alles erklärenden und verstehenden Erwachsenen. Rechts sein heißt, dass die rohe, ungezügelte Gewalt einen Sinn bekommt. Auch wer aus der rechten Szene ausgestiegen ist, bei dem bleibt was hängen. Der Hass. Ich war rechts und ich war 12 Jahre. Also da, wo die alle drum dran kamen. Und habe mich nur nach den Jungs auch hinterhergezogen gefühlt. Und ich habe das gemacht, was die gemacht haben. Und sie haben gesagt, ja, und Adolf Hitler mäßig und so was. Ich weiß, was Adolf Hitler damals gemacht hat. Mhm. Das bedeutet mir ja nichts. Also rechts. Ich wusste selber noch nicht, was da richtig abläuft. Ich wusste nicht, was links bedeutet. Ich wusste nicht, was rechts bedeutet. Weiß ich jetzt immer noch nicht richtig. Und damals haben wir gegen Ausländer nicht direkt gekämpft, aber wir haben immer durch die Straße, wenn wir getrunken hatten, Ausländer raus und Deutschland den Deutschen und so weiter. Und was bringt es mir jetzt? Jetzt sind sie drinnen. Also, jetzt kann ich mir nicht weiteres sagen, weil ich habe was gegen Ausländer. Weil erstens, hier, wenn man jetzt sieht, die Zigeuner machen Dreck. Sind eklig und wenn man die anderen Ausländer sieht, sind eklig, stinken. Also, ich finde das echt abartig. Ich meine, sollen sie da bleiben, wo sie sind? Vielleicht fühlen sie sich da wohler. Wo es hier nicht, finde ich. Der Hass gegen das Fremde, das andere, hat sich in vielen Generationen gebildet und ist in allen Völkern unausrottbar. Es braucht nur einen geringfügigen Anlass, ein leichtes Erschüttern der friedlichen Normalität und jahrhundertealte Feindschaften brechen aus. Kam so ein Serbe auf uns, also der Cousin von mir hat zu mir so als Spaß gemacht, na, was machst du so? Und hat der dann gesagt, ja, das ist scheiß Serbe und so, der hasst auch nämlich Serben. Und in dem Augenblick war so ein Serbe auf, also in unserer Nähe, der hat das mitgekriegt. Und dann kam er auf uns zu, meinte er zu uns, was habt ihr denn gegen Serben und so? Meinte zu ihm, weil ihr Serben seid, müsst ihr nicht die ganze Land da regieren und so. Mhm. Ja, und dann hat er uns als Erster geschubst, so. Mhm. Ja, und dann ging erstmal mein Cousin auf ihn zu. Mhm. Der hat ihm ein paar draufgeballert. Mhm. Ja, und dann sagte der Cousin zu mir, mach du lieber weiter, denn wenn er weitergemacht hätte, wäre er nämlich im Krankenhaus gelandet. Also Asis kann ich so total nicht aufstehen, egal welche Nationalität. Also Nationalität spielt bei mir keine Rolle. Was ist denn Asi? Ja, Asi, so, wir wissen, also Typen, die immer anderen aufmucken oder so weiter. Oder wir so welche. Welche? Ja, so Kiffer und so weiter. Ja, die typischen. Eigentlich habe ich über gar keinen was, außer Serben, Juden und natürlich die Juden die unterstützen. Das sind nämlich die Amis, oder wie die heißen da unten. Warum? Ja, die Serben, Beispiel zum. Die Serben haben in Kosovo, in Kroatien, in Slowenien, in Bosnien. Jetzt fast noch in Mazedonien haben die ganzen Leute sozusagen vertrieben. Die tun da Unschuldige umbringen und so. Und die Juden? Die Juden, die haben halt eben irgendwas gegen Muslimen. Und ich bin halt eben Muslim. Ich mag keine Serben, weil die haben was gegen Albaner. Die haben albanische Frauen vergewaltigt und so. Und trotzdem, deswegen habe ich was gegen Serben, wenn ich einen sehe. Und der kommt mir, wenn er so ziemlich schwach aussieht, dann lasse ich ihn in Ruhe. Aber wenn er so sich cool vorkommt, ne, dann mache ich ihn an. Oder wenn er mich anmacht, dann mache ich Prügelei. Und die Juden mag ich nicht, wie die da also über uns Araber herziehen. Und die Amis, weil die unterstützen, ja. Was? Ja, ich bin nämlich Albaner und da sagen die Leute, was willst du, scheiß Albaner und so. Und das will ich halt eben nicht haben. Da
dass mich irgendeiner so beleidigt, besser gesagt. Und dann geht's ab. So, wenn sie jetzt Israel zeigen oder so, ehemalige Jugoslawien zeigen, ne? Also, was sie alles mit den Muslimen machen, ne? Da habe ich irgendwie einen Hass auf diejenigen, also, obwohl das so Juden sind oder Serber oder so. Also jeder, der so gegen Muslime sind, so, habe ich irgendwie gegen den Hass. Und wenn einer jetzt so draußen ist und so zum Beispiel ein Jude und fünfmal wollen den schlagen, dann helfe ich den fünfmal so mit, so richtig auf den. So. Habe so irgendwie einen Hass, wenn ich das irgendwie sehe, wie die so da die Soldaten, die Palästina so zusammenschlagen oder so. So einfach so Soldaten, also fünf Soldaten auf einen so rumschlagen oder so. Oder wie die selber jetzt die Frauen da vergewaltigen, die muslimischen Frauen. Habe ich irgendwie so einen Hass. So. Die Gesichter des Hasses sind hässlich und abstoßend. Hass ist zerstörerisch. Und Hass tötet. Hass gegen das Fremde kommt aus uralter Zeit. In einer enger werdenden Welt ist dieser Hass tödlich. Zum Überleben gehört die Fähigkeit zum Miteinander. Zum Miteinander mit allen Unterschieden. Nach jeder Gewalt kehrt Ruhe ein. Die Gewalt hat sich entladen, alles ist wieder ruhig und friedlich. Alltag. Doch die Gewalt setzt sich fort bis zum nächsten Mal. Der 13-Jährige, der noch vor einem Jahr nur seinen Freunden nacheiferte, ist heute mittendrin. Ja, da früher habe ich bloß immer im Auto gesessen, wenn meine Kumpels irgendwo eingebrochen sind. Zugeguckt vom Weiten. Jetzt mache ich schon mit und kommen alle von allein auf die Idee. Verleite sie auch ein bisschen. Warum? Und hauptsächlich Geldprobleme. Ach so, Spaß oder Risiko dabei. Sein Freund ist ein Jahr älter geworden und er hat Schluss gemacht. Er hat die Gewalt satt. Ruhiger. Keine Scheiße mehr machen. Also nicht irgendwelche Brüche machen oder Autos klauen oder sowas. Sowas mache ich nicht mehr. Warum? Warum? Weil kein Spaß mehr macht. Und dann wegen der ganzen Polizeischichten, die jetzt kommen, von alten Sachen noch. Das wird zu viel. Aber was ist der Hauptgrund? Der Hauptgrund? Na, ich will vernünftiger werden wieder. Weil irgendwann muss ich ja mal vernünftiger werden. Von der Schluss. Na, wenn die erste Gerichtsverhandlung kommt, bestimmt. Oder wenn ich auf Bewährung komme oder irgendwie so, dann hört bestimmt auf. Zukunft erzählen. Ja. Ja. Oh, das ist schwer, Zukunft erzählen. Halt ganz normal werden. Also keine großen, kein Blödsinn mehr machen. Ganz normal Wohnung, Auto. Arbeiten, ganz wichtig. Weil man hat dann immer noch seinen Spaß. Deswegen mit deiner Frau oder deinen Kumpels. Du sollst halt kein Blödsinn mehr machen. Wer möchte schon so werden wie seine Eltern? Doch all die jugendliche Energie und Fantasie verpufft in Phasen sinnloser, zerstörerischer Gewalt. Was nach Jahren des Austobens bleibt, ist die spießige Idylle, die die neue Gewalt schon in sich hat. Gegengewalt. Eine Pistole entdeckt bei einer Straßenkontrolle auf einer Landstraße. Zwei junge Leute werden festgenommen, in deren Autos Waffen aufgefunden wurden. Mittlerweile Routine auf deutschen Straßen. Nach den ersten großen Gewaltwellen, die die Polizei überraschte und denen sie hilflos gegenüberstand, hat sich heute die Situation grundlegend geändert.
Wer sich heute bewaffnet und bereit ist, diese Waffen einzusetzen, aus welchen Gründen auch immer, muss damit rechnen, bestraft zu werden. Die, die nach Ordnung rufen und gegen diese Ordnung verstoßen und kriminell werden, wollen auch wissen, wo die Grenzen sind. Bei den großen Krawallen waren die jugendlichen Randalierer jedes Mal rat- und fassungslos, wenn sie trotz anwesender Polizei ungestört weitermachen konnten. Jeder will wissen, wie weit er gehen kann und wo das Verbotene beginnt. Wer Waffen mit sich führt, weiß, dass das verboten ist. Darin liegt der Reiz und der Nervenkitzel. Und er weiß, dass er Ärger bekommen kann. Spätestens dann, wenn das Verbotene Folgen hat, hört der Spaß auf. Dann wird es ernst. So, Sie halten bitte die Hand locker. Bewegen nur das so und Ihre Hände so, wie ich das mache. Ansonsten mache ich alles alleine. Wir fangen an mit dem Daumen. Rollen den hier ab. Einmal hier. Bitte nicht drücken. Locker halten die Hand. Nur leicht mitgehen. Mittelfinger, machen Sie bitte eine Faust, wenn es geht. Der Ringfinger, wieder eine Faust machen, Hand möglichst locker halten. Wieder eine Faust machen. Der Bürger sitzt auf diesem Stuhl und schaut in diese Richtung. Die zweite Aufnahme erfolgt dann so, dass derjenige genau in die Kamera sieht. Und dann erfolgt die dritte Aufnahme in dieser schrägen Position. Das heißt, er sieht zu dieser Lampe. Anlässlich der erkennungsdienstlichen Behandlung zu präventiven Zwecken wurde ich von dem unterzeichnenden Beamten unterrichtet, dass ich zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung bzw. für die Zwecke des Erkennungsdienstes als Beschuldigter gemäß § 81b, zweite Alternative StPO, erkennungsdienstlich behandelt werden soll. Ich wurde darüber belehrt, dass ich gegen die beabsichtigte Maßnahme Widerspruch einlegen kann. So, ich muss Sie fragen, legen Sie Widerspruch ein oder legen Sie keinen Widerspruch ein? Widerspruch ein. Sie legen Widerspruch ein. In diesem Fall muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, da der unterzeichnende Beamte gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 diese vorsichtige Vollziehung angeordnet hat. Begründung: Die aufschiebende Wirkung kann nicht hingenommen werden, da er nicht... Wer zum ersten Mal die Gesetzesmaschinerie am eigenen Leib erlebt hat, hat seine Grenzen erfahren und weiß, wo die Kinderspiele aufhören. Die jugendliche Unschuld ist hin, er ist ein Stück erwachsen geworden. Irgendwann wird jeder erwachsen, sagte ein junger Mann und zog zu seiner Freundin in ihre kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sein Leben ist ruhiger geworden, seitdem er mit ihr und ihrem Hund zusammenlebt. Beide sind wegen verschiedener Gewalttaten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden und gemeinsam versuchen sie nun, ein normales, bürgerliches Leben zu führen. Die alten Zeiten sind nur noch Erinnerung. Reue? Ja, ein bisschen. Ja. Ja, 50%. Ich weiß nicht. Ja, das war ein Prozess, weil ich ziemlich viel Scheiße gemacht habe, Autos klauen und so was. Irgendwelche Leute verprügelt. Und na, da haben sie mich Bewährung verknackt und 1,5 Jahre Knast, also die auf Bewährung. Ja, und da musste ich hier noch Strafarbeit machen, 100 Stunden arbeiten und so was. Und Führerschein einzogen, so ein Dinger. Ja, geht zur Schule, geht immer regelmäßig arbeiten, hilft mir, passt aufs Kind auf. Schon fleißig gewohnt. Also meine Einstellung ist so geblieben, wie sie früher war, bloß halt nicht mehr so. Was heißt denn das? Wie war's denn? Na, ich bin noch rechts.
Also bloß, dass es nicht mehr so schlimm ist wie früher, dass ich auf der Straße gehe und dann jeden Ausländer verprügel oder irgendwie sie Keil rumschreie oder so weit. Dass ich jetzt ruhiger geworden bin, ist echt, dass ich jetzt meine Meinung habe. Wenn ich mal wählen sollte, dass ich Rechten dann wähle und so und nicht irgendwelche linken Parteien, die irgend so ein Scheiß, da kriegen wir sowieso nie weiter. Man hat seine Einstellung als rechts, aber läuft halt nicht mit Latze oder so rum oder Springerstiefel oder irgendwas. Aber man hat seine Einstellung und dabei bleibt man eben. Was ist das für eine Einstellung? Naja, zum Beispiel gegen die ganzen Kanacken hier und so was. Ich würde jetzt zwar keinen aufschlagen von denen, aber wenn hier welche bei uns in die Straße kommen, dann macht sowieso die ganze Straße schon Rabatz. Wenn man die sieht, wenn sie mit ihren Mülltüten da rumlabern. Ich sag dazu nichts mehr, nur ich denke mir auch mein Teil. Diese neue, stille, ruhende Gewalt ist gefährlicher als das offene Zuschlagen. Naja, dass ich abends nicht mehr losziehe und hier irgendwelchen Bruch mache oder Autos klaue und das Zeug da gibt. Ich mach nicht mehr so viele Scheiße. Ich bin plötzlich ein bisschen. Ja. Der wilde Haufen, der noch vor einem Jahr auf einem Acker trainierte, aus dem ist eine geordnete Footballmannschaft geworden. Aus den jungen Leuten, die prügelnd und saufend durch ihre Kleinstadt zogen, sind disziplinierte Männer erwachsen. Über die Glatze wird ein Helm gezogen und aus dem Skin wird ein Sportkamerad, der sich in die Mannschaft einordnet. Bei dieser Mannschaft soll nicht die Gesinnung geändert werden. Denn alle gut gemeinten Versuche, junge Leute umzuerziehen, sind zum Scheitern verurteilt. Sie haben ihren eigenen Kopf. Die Footballer erinnern an moderne Krieger. Seit Hunderten von Generationen in allen Kulturen und in allen Völkern wird versucht, jugendliche Aggression und Gewalt zu bändigen, indem junge Männer in die Kaste der Krieger aufgenommen werden. Nicht umsonst finden heute viele junge Leute wieder ihre Vorbilder bei ihren Großvätern, den gescheiterten Helden des letzten Krieges. Für ihre lauen Väter, die ihre Abenteuer vor dem Fernseher erleben, bleibt meistens nur Verachtung. Dann doch lieber Rambo und Terminator, wo es kracht und wo es wehtut. Sieben! Down! Sit! Now! Sit! Offset! Down! Halt! Erstes hart! Erstes hart! Down! Sit! Gewalt braucht eine Ordnung, dann wird sie akzeptiert. So können der deutsche Schäferhundverein und die American Footballer friedfertig nebeneinander trainieren. Man muss mit Schmerzen leben können, so wie sich das gehört. Also man muss sich bis zum wirklich letzten verausgaben in einem Spiel. Dazu gehört eiserne Disziplin, gute Kondition, Zähigkeit. Also eigentlich mehr oder weniger Merkmale, die eigentlich in der Armee gehen, sage ich jetzt mal so. One, two, three! One, two, three! Two. One, two, three! Three! One, two, three! Four. One, two, three! Matze, wenn du keine Lust hast, sag Bescheid! 4 Punkte Stand, down! Drittes hart! Wir warten, Herr Manzo. Down! Sit! Hut! 5 Counts, push up! Kommt in den Posten, hoch da! Da wird nicht gemeckert! 5 Counts, are you ready?
Are you ready? Yeah! How do you feel? Good! Begin! One, two, three! One! One, two, three! Three! One, two, three! Three! One, two, three! One! One, two, three! Beim Football ist es genauso wie bei der Armee. Durch Drill erreicht man sein Ziel schneller als durch gut Zureden. Und wie gesagt, erst wenn die Leute Entbehrung auf sich nehmen müssen oder Schmerzen oder eben körperliche Anspannung, sind sie gewillt, auch andere Sachen besser zu machen. In dem Jahr, seitdem die Footballmannschaft besteht, ist keiner der jungen Männer mehr straffällig geworden oder durch Gewalttaten aufgefallen. Die jungen Leute sind mittlerweile akzeptiert und in ihrer kleinen Stadt ist man stolz auf sie. Ja, erstmal ne, nicht mehr hier auf der Straße rumlaufen und rumprügeln und so, sondern jetzt nur noch für den Verein da sein und so, für meine Freunde im Verein da und so. Weil ich will dem Verein auch nicht schaden, wenn ich irgendwelche kriminellen Dinge abziehe oder so. Ja, ich prügel mich absolut nicht mehr. Ich bin viel zu doof, weil ist unter meinem Niveau. Die Einstellung muss abwägen. Also ich bin absolut ruhig. Also keine Prügelei mehr, gar nichts mehr. Nur für Verein. Was ist der Grund dafür? Für einen Grund haben? Sicherlich. Naja, wenn ich mich an Daumen rumprügeln würde, dann würden mich Leute schon lange rausschmeißen. Ich bin ein Vorstand, ich bin Vorbild. Ich habe eine ganz normale Einstellung jetzt. Also nicht mehr hier wie damals noch, Asylanten verprügeln und so. Ich meine, das bringt mir nichts mehr, weil das ist Quatsch, ne? Und so. Warum? Ja, warum? Ich habe das eingesehen jetzt. Das bringt nichts hier, in Mölln hier Kinder verbrannt und so. Vor einem Jahr hätte er selber noch ein Asylantenheim angezündet. Irgendein glücklicher Zufall hat es verhindert. Genau jener winzige Augenblick, der die Guten von den Bösen trennt. Das Jugendgefängnis. Hier sitzen die jungen Leute, die andere zu Krüppel geschlagen haben. Mörder, Vergewaltiger und junge Männer, die durch Gewalt ganze Stadtteile terrorisiert haben. Scheußlichkeiten ohne Ende. Alles Taten, die die Opfer, wenn sie es überlebten, ihr Leben lang prägen werden. Sie werden die Angst nie wieder los. Durch Strafe kann Unrecht nicht wieder gut gemacht werden, aber Strafe muss sein. Jeder muss wissen, dass er nicht davonkommt, wenn er zuschlägt, Mordanschläge ausführt oder sonst wie die Grenze der Gewalt überschreitet. Das Risiko und die Folgen müssen klar sein. Hier in diesem Bau aus dem letzten Jahrhundert sitzen jugendliche Straftäter zwischen 18 und 25 Jahren. Das Jugendgefängnis ist so ziemlich die letzte Maßnahme. Bei wem eine Bewährungsstrafe, Strafarbeit und andere erzieherische Maßnahmen nicht geholfen haben, kommt hierher in den Knast. Und natürlich sitzen hier auch die jungen Männer, die die schlimmsten Gewalttaten verübt haben. Mord, versuchter Totschlag oder Vergewaltigung. Hier sitzen keine Monster, keine Abartigen, kein Abschaum. Es sind die jungen Männer von nebenan, die jeder kannte. Vielleicht etwas zu laut, vielleicht etwas zu aggressiv. Irgendwann haben sie die Grenze der alltäglichen Gewalt überschritten. Die Katastrophe passierte. Ein 21-Jähriger, der gemordet hat. Ich bin zu 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden. Ich bin wegen Totschlag verurteilt worden. Ich habe einen Homosexuellen erschlagen im betrunkenen Zustand. Das war so ein Feindbild von mir, so Homosexuelle, was ich dann als nicht normal angesehen habe. Ich habe mir dann die Meinung von anderen Leuten angeeignet, die dann so sagten, die taugen all nichts, das ist gegen die Natur, das sind Schwächlinge, das sind Feiglinge. Und da ich mich dann an so einem vergriffen habe, ich bin dann abends angemacht worden. In einem Park, wo ich dann im betrunkenen Zustand spazieren gegangen bin und habe dann direkt zugeschlagen. Ich hatte draußen so
ziemlich starke Probleme, was Alkohol anging. Bin sonst so ein ziemlich gehemmter Typ, der Gewalt eigentlich aus dem Weg geht und sich so auf größere Streitereien nicht einlässt. Und sobald ich dann zu viel Alkohol getrunken habe, ist bei mir die Hemmschwelle überschritten, dass ich dann, wo ich normalerweise sagen muss, ach komm, lass den Blödmann doch mal und geh weg, dass die Hemmschwelle dann plötzlich viel niedriger ist und ich dann zuschlage. Eine Strafe ist das sicherlich und das empfinde ich auch so, aber das ist gerechtfertigt. In einem Teil den Menschen, den ich umgebracht habe, für den ist die Strafe also für immer. Ein 20-Jähriger, der einen Mann zum Invaliden geschlagen hat. Das ist irgendwie unerklärlich irgendwo. Und das damals war ganz normal Spaß an Gewalt. Und durch Alkohol hat sich das dann alles immer noch ein bisschen mehr herauskristallisiert. Mit Alkohol ist die Hemmschwelle gefallen. Auf offener Straße einen überfallen, zusammengetreten. Und der dann halt ins Krankenhaus gekommen ist, mit lebensgefährlichen Verletzungen. Das ist so weit eskaliert. Das war für sich nicht meine Absicht gewesen. Politik hat auch irgendwo eine Rolle gespielt. Ins rechte Spektrum rein, aber auch nur, um das Ganze irgendwo auszunutzen. In Sachen Gewalt oder so, saufen, prügeln, randalieren. Und so politischen Hintergrund an für sich, gar keinen großen. Skins. Ganz normal Skinhead, unpolitisch. Zu was sind Sie verurteilt worden? 5,5 Jahre. Es gibt viele Skins und es gibt noch mehr, die keine Schwulen mögen und jede Menge Situationen, wo Gewalt alltäglich ist. Es ist manchmal nur der Zufall, der verhindert, dass Gewalt fürchterlich wird. Ein 22-Jähriger, der seine Freundin vergewaltigt und misshandelt hat. Abends, nachts mehr, so bin ich dann in die Wohnung hoch. So. Ich wusste, ja, weil ich war ja 2 Jahre mit ihr zusammen, so. Ich wusste, wo sie schläft und alles. Dann bin ich da hoch. Ich weiß gar nicht, ich wollte erst nur mit ihr sprechen. So. Und dann ist bei mir, wo ich sie gesehen habe, so ist bei mir jeder Sicherung durchgeklickt. So. Und dann habe ich nur noch, weiß gar nicht, sie hat nur irgendwas gesagt, hat geschrien und dann habe ich auch direkt zugestochen mit dem Messer. Das war dann. Man hat was getrunken, man ist unter Kollegen, man will sich was beweisen. So Schlägereien sind so eigentlich heute Alltag. Oder? Und dann von einer auf eine Minute ohne Gründe irgendwo drauf losschlagen. Ob das jetzt Eishalle ist, ob das Stadion ist, ob das so draußen in der Freizeit ist. Immer ist Alkohol mit im Spiel. Und ja, das ist dann einfach nur frustlos werden, richtig frustlos werden. Und einfach was unternehmen, so. Eigentlich mehr, kann man schon sagen, Freizeitgestaltung. Während draußen die Freizeitgesellschaft sich weiter sorglos amüsiert, ist hier der Spaß zu Ende. Die Bösen sind im Knast und werden bestraft. Und diese Strafe ist hart. Wer hier einige Jahre absaß, ist nicht mehr der Alte. Noch ist niemand in der muffigen Zelle zu einem guten Menschen geworden. Auch schreckt Strafe niemanden ab. Aber sie zeigt die Grenze und die Folgen, die Gewalt für Täter hat. Das Gefängnisleben Tag für Tag, Monat für Monat, jahrelang ist für die jungen Männer mit das Härteste. Das eingesperrt sein und eben, dass viele Kontakte verloren gehen, so nach draußen, nach Freunden, Bekannten, Verwandten. Das ist für mich das Schlimmste. Sex? Auch, ja. Das ist nun mal hier nicht, gibt nicht. Das muss man mit leben. Und was sonst noch so im Alltag, im Knastalltag? Ja, häufige Reibereien mit Mitgefangenen. Und eben immer die Angst so vor Bunker, Freizeitarrest und so weiter. Dass man nicht mehr hingehen kann, wo man will und dass da die Freiheit total eingegrenzt ist.
Man ist im Prinzip abhängig dann von anderen Leuten. Also ohne Beamten läuft dann gar nichts. Weil man braucht, egal wo man hingehen will, muss dann immer ein Beamter dabei sein, um einem dann die Türen aufzuschließen. Also im Prinzip so ein Gefühl von entmündigt zu sein. Das Schlimmste ist, man muss sich jede Menge Gedanken machen irgendwo. Mit den Gedanken ist man dann halt auch eingesperrt. Das sind Gedanken, die man sich draußen dann für sich so gar nicht gemacht hätte. Und das ist irgendwo das Schlimmste, was hier so passieren kann. Sex? Fehlt das? Fehlt auch, klar. Ich denke mir, das ist das Schlimmste irgendwo, dass man so sieht, die Leute, mit denen man draußen aufgewachsen ist, die Gleichaltrigen, die haben sich draußen eine Existenz aufgebaut, sind verheiratet, Kinder, festen Job. Unser eins, naja, durch einen kleinen Ausrutscher in den Knast gekommen irgendwo. Die Bösen sind wir los, abgeurteilt, abgeschoben, sicher hinter Mauern. Doch es gibt keine Entwarnung. Das Böse ist geblieben. Die, die hier sitzen, haben sich einfach erwischen lassen oder sind zu weit gegangen. Die Gewalt hat sich fassen lassen. In diesen Mauern wird sichtbar, was sonst nur im Verborgenen lauert, eine immerwährende Gewaltbereitschaft und das nicht nur bei Jugendlichen. Es bedarf nur einer Erschütterung des persönlichen, sozialen oder politischen Fundaments und die Gewalt bricht aus. Junge Menschen waren zu allen Zeiten gewalttätig. Doch heute entsteht eine neue Welt, die alte bricht zusammen. Die Gewalt darf in diesem Umbruch nicht die Formen des Hasses und der Barbarei annehmen. Es muss klar sein, wo die Grenze der Gewalt ist. Und auch die Frage muss neu gestellt werden, die das Zusammenleben von Menschen überhaupt erst möglich macht. Die Frage nach Gut und Böse. Ja, das Gute ist, friedlich zu sein. Und das Böse ist halt eben, in jede Sache sich eingewickelt zu fühlen. Also das heißt, in jede Sache sich einzumischen. Und du gehörst zu welcher? Also mehr zu dem Bösen, besser gesagt. Ist mir im Prinzip egal, also, ob ich nur der Gute oder der Böse bin oder der andere der Böse. Gut und Böse? Ja. Böse ist einer, wenn ein Assi ist. Und gut ist einer, wenn so einer so in Ordnung ist, ja. Und das kann ich unterscheiden. Und du selber, was bist du? Ja, einer von den Guten. Hm. Warum? Hm? Ja, ich fange nie Streit an, so. Anstellen tue ich wirklich nie was. Ja, wirklich. Na, böse ist das, was wir machen. Und das ist gut. Das kommt gut. Das. Die Guten, das sind die Streber, die wir sind hier, die sowas nicht machen. Die ganz lieb sind. Gut und böse. Puh, wie war ich? Ich glaube, ich habe mich selbst irgendwo dazu gebracht, immer nur böse zu sein. Das heißt böse, naja. Immer nur gewalttätig, weil mich meine Umwelt irgendwo so sehen wollte. Oder weil ich gedacht habe, dass meine Umwelt mich so sehen will. Wenn wirklich ein fester Grund ist und derjenige braucht es, dann ist es gut. Mhm. Und böse? Was ist böse? Naja, wenn ich vielleicht mal ausraste und das war zu doll, dann ist es böse. Was heißt du doll? Naja, wenn er blutet oder Nasenbeinbruch oder irgendwelche Brüche und das ist dann böse. Gut ist das, was ich getan habe und was ich immer tun werde und böse ist eben, was ich selber nicht akzeptiere. Das heißt, unsauber sein, unordentlich und mit Drogen, Sachen und Prostitution und so, das finde ich nicht gut. Das ist für mich böse. Skinhead, saufen, prügeln. Gut, naja. Es gab wohl wenige, die mich gut sehen wollten. Oder wo ich zumindest gedacht habe, dass sie mich halt gut sehen wollten. Aber ich würde mich mehr, naja, als böse einstufen. Für mich ist das gut, also was ich damals gemacht habe. Ich stehe auch dazu. Warum soll ich sagen, ich habe welche Leute angespuckt, weil sie eine andere Einstellung hatten oder so. Bloß weil andere Leute sagen, ja, du hast eine scheiß Einstellung oder so. Das finde ich doof. Ich habe nur meine Einstellung und dann stehe ich auch dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, ich bin jetzt rechts und ich schäme mich dafür. Würde ich nicht machen.
Als böse kann man das, was ich damals gemacht habe, nicht abstufen, sondern mehr eine Art, ja, krankhaftes Verhalten. Es gab immer nur besser und schlechter. Und das hat halt, war einfach das Ergebnis von, wer gewonnen hat, war besser und wer verloren hat, war schlechter. Das ist alles. Ansonsten gut und böse war nicht unser, haben wir nicht, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Gut ist, wenn ich genug Kohle habe. Ja, böse waren eigentlich wir. Ich glaube, wir wussten es auch. Immer.